Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich und zwar, ja, zeige ich dir alle Sachen, die ich so im Juli aufgebraucht habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und es gibt in dem Video noch was zu gewinnen. Was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, das erzähle ich dir im Video. So, ich starte das ganze Video jetzt kategorienweise. Ich starte jetzt mit dem Gesicht. Und zwar habe ich das Rosens Rosenwasser aufgebraucht. Das ist ein super tolles Produkt. Manche haben mir erzählt, dass die, wenn die das erste Mal benutzt haben oder die erste Woche, so ein paar Hautunreinheiten bekommen haben und ein paar Probleme dann quasi mit ihrem Gesicht hatten. Einfach weiterverwenden. Hatte ich auch ganz zu Anfang, als ich das allererste Mal verwendet habe. Die Haut muss sich erstmal daran gewöhnen und dann wirkt es so, so gut. Also meine Haut ist super schön dadurch geworden. Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne? Also Falten habe ich nach wie vor, das macht das nicht weg. Und es wird halt gereinigt. Aber dadurch, dass ich halt so ein paar Hormonumstellungen habe, habe ich halt nach wie vor Pickel. Das ist kein Antipickelmittel, aber es verfeinert die Poren, es macht dir die Haut schön, ebenmäßig und ja, wirklich gereinigt. Ich kann es empfehlen. Ich gebe mir das sehr gerne auf ein Wattepad, beziehungsweise ich benutze ja die mehrfach verwendbaren Abschminkpads aus Mikrofaser oder so, ne, die ich nachher in Waschmaschine und Trockner packe. Anderes Thema. Auf jeden Fall, da kommt das dann drauf und dann morgens und abends kommt es einfach auf das Gesicht und danach kommt die normale Pflege drüber. Ja, super Produkt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber es hält lange und es ist wirklich toll. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Produkt. Ich hatte ja die Barbour-Box bekommen, beziehungsweise mir gekauft von der Glossybox, die Barbour Special Edition. Und da waren diese zwei Produkte drin. Das ist einmal das Cleansing Phytoactive Hydro Base Produktchen und das Hü Oil. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich beide Produkte zusammen in einen Pumpspender gepackt habe, das Ganze durchgeschüttelt habe und dann kam eine milchige Textur dabei rum. Das habe ich benutzt, um mich abzuschminken und also so um mein Augen-Make-up und um schwierigen Lippenstift zum Beispiel runterzukriegen. Super toll, wirklich schön. Also es nimmt einwandfrei das Make-up runter und hinterlässt auch einen schönen Pflegefilm auf der Haut. Ich habe das ja tatsächlich benutzt, bevor ich duschen gegangen bin. Das heißt, ja, die Pflegewirkung an sich hat nicht lange anhalten können, aber meine Haut war nicht gereizt, nicht gerötet. Gerade die Augenpartie ist immer ganz, ganz schwierig. Also ich kann es euch empfehlen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ich habe bislang noch kein Produkt gefunden, vor allem in der Kombination. Ich weiß gar nicht, warum das nicht zusammen einfach rausgebracht wird, was so gut funktioniert. Aber es ist echt teuer, ne? Also geiles Produkt, aber naja, hat halt seinen Preis. Dann habe ich hier von Maybelline Jade Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Augen-Make-up benutzt. War okay, hat mir aber jetzt nicht die ultra krass wasserfesteste Mascara runtergenommen, die ich so habe. Ich habe da von Essence eine, die ist sehr, sehr wasserfest. Hat er nicht wirklich runtergenommen. Also da musste man wirklich sehr, sehr lange das Pad auf dem Auge einwirken lassen. Ich habe das teilweise 30 Sekunden dann auf dem Auge gelassen und dann erst vorsichtig angefangen, kreisende Bewegungen zu machen. Hat aber nicht alles hundertprozentig runtergenommen. Das fand ich ein bisschen schade, deswegen werde ich mir den auf gar keinen Fall nachkaufen. Von Clinique, auch aus einer Glossybox Sonderedition tatsächlich, das 7-Day Scrub Cream habe ich auch leer gemacht. Habe ich benutzt unter der Dusche. Jeden Dienstag und jeden Freitag peele ich mein Gesicht und auch meinen Körper. Und ja, da habe ich das verwendet. Das waren sehr, sehr schöne, angenehme, feine Peelingkörner. So ein bisschen sandig war das von der Textur her. Hat aber nicht nur gepeelt, sondern auch gleichzeitig gepflegt. Also das war ein wirklich tolles Produkt, was ich sehr gerne verwendet habe und dementsprechend dann ja auch ja, gerne aufgebraucht habe, leider. Ja, aber es war ein ganz, ganz tolles Produkt mit netten Peeling-Partikeln und ja, war schön. Hat mir gut gefallen vom Geruch her, auch vollkommen in Ordnung. Typischer Klinikgeruch, da hast du jetzt nicht große Parfümstoffe oder sowas drin. Hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich leer gemacht von Sisley. Das war so ein Pröbchen, was ich mal hatte, als ich bei Douglas bestellt habe tatsächlich. Instant Perfect Minimizes Shine and Fine Lines. Das habe ich als Nachtcreme so ein bisschen verwendet. Ja, ne, also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz winzig kleines Mini-Pröbchen gewesen. Ist aber ziemlich teuer. Also die Marke ist ja sehr hochpreisig. Hat ein wirklich interessantes Gefühl auf der Haut gemacht. Also das war so fast schon silikonig und als, weiß ich nicht, das hat wirklich die Linien etwas reduziert und die Poren etwas minimiert. Es war
wie so ein Primer vom Gefühl her. Also es fand ich richtig toll, würde ich mir aber aufgrund des Preises nicht kaufen können, ganz einfach. Dann hatte ich einen Produkttest für Neutrogena gemacht. Da hatte ich von Neutrogena den Cellular Boost Produkttest, genau. Die beiden Produkte habe ich gerne verwendet. Das war die Tagespflege und die Nachtpflege mit Hexinol-Technologie und Vitamin C. Hat meiner Haut gut getan. Hat wirklich eine schöne Textur gehabt und einen schönen Geruch. Also wirklich toll. Diese Tiegel mag ich auch. Ja, wirklich toll. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich denke, dass man hier das Innenleben rausnehmen könnte und sich dann günstig nochmal das neu kaufen könnte, ne? Also dass man das quasi wieder einsetzt. Da ich aber noch so viele Gesichtscremes habe, macht das bei mir einfach keinen Sinn. Ja, das sind übrigens Plastikverpackungen und keine Glastiegel. Genau, und hat gut gepflegt, hat meiner Haut gut getan, hat nicht nur Feuchtigkeit gespendet, sondern meiner Meinung nach auch so ein bisschen mein Hautbild verbessert. Ob es wirklich so einen Cellular-Boost-Effekt gemacht hat, kann ich nicht sagen. Ich habe es ja wirklich komplett aufgebraucht und ausschließlich verwendet. Aber ich habe jetzt keine Linienreduktion in meinem Gesicht gesehen, muss ich gestehen. Aber ich glaube, dass die beiden relativ günstig oder halt erschwinglich sind. Ich glaube, pro Tiegel zahlst du 10 Euro oder sowas bei DM zum Beispiel. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Eine Augencreme habe ich leer gemacht und zwar für die Nacht. Das ist von Estee Lauder das Advanced Night Repair Eye Cream. Ja, also ich benutze ja normalerweise von Clinique meine All About Eyes Augencreme, die ich ja auch von der lieben Marie jetzt als mega, mega Backup-Paket zugeschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Die habe ich tatsächlich dann nur für abends verwendet und die hat mir ganz gut gefallen. Ja, wollte ich nur mal austesten. Hat meine Augenpartie sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt und mir auch ein schönes Gefühl gegeben. Ist schön eingezogen, hat den typischen Estee Lauder-Geruch, also schon etwas parfümierter. Mir hat es gut gefallen. Ja, war auch von der Textur her genauso wie die Clinique eigentlich. Nur, dass die hier, wenn du die auf die Haut gemacht hast, ein bisschen flüssiger geworden ist. Dementsprechend war da schon ein Unterschied zu vermerken. Aber ich sag mal so, ob ich jetzt die Clinique morgens und abends verwendet habe oder die Estee Lauder abends und die Clinique nur morgens, hat bei mir jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Ich finde, wichtig ist, dass deine Augenpartie auf jeden Fall mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und welche Augencreme da für dich am besten ist, das musst du selber herausfinden. Ich persönlich vertrage in letzter Zeit nicht mehr so gut die ein oder andere Augencreme aus der Drogerie, weil meine Augen dadurch echt brennen, ne? Also da habe ich echt Probleme bekommen und musste dann halt umsteigen. Und dann habe ich halt, ja, leider entdeckt, dass die etwas teureren Marken dann doch bei mir besser funktionieren. Die einzige, die auch sehr gut funktioniert hat, war von Lovely. Die Augencreme, die war auch sehr toll, aber die habe ich jetzt ja hier gerade gar nicht zu zeigen. Genau, also das habe ich auf jeden Fall aufgebraucht, hat mir gut gefallen. Dann kommen wir mal zum Bereich Masken. Masken und ich, wir sind Freunde. Ein paar Masken kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil ich aktuell ein Maskenprojekt habe und quasi, ja, lass dich überraschen. Auf jeden Fall kann ich dir die noch nicht zeigen in dem Aufgebraucht-Video. Das kommt alles noch. Aber was ich dir zeigen kann, sind folgende. Zum einen habe ich hier von Desao Natural die Boto Mask Hyaluronic Wrinkle Filler 3D leer gemacht. Die habe ich mit dir zusammen auf Instagram getestet. Und Leute, ich sah da etwas anders aus. Schau auf Instagram vorbei, da poste ich auch gerne solche Bilder dann von mir. Und da hat die Vergangenheits-Claudi an die Zukunfts-Claudi einen Zettel geschrieben. Die am schlechtesten sitzende Maske ever. Oh ja, also die geht wirklich auch den Hals runter und saß sehr, sehr lose. Hat mich positiv überrascht und toll gepflegt. Feuchtigkeit, hallo. Oh ja, oh ja. Da hat die Vergangenheits-Claudi recht. Also ich hatte sie auch auf dem Gesicht und war äußerst skeptisch, weil sie nicht richtig gesessen hat. Sie war viel zu locker, viel zu groß, hing hier überall nur so rum und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie auch gar nicht auf der Haut aufliegt und dementsprechend nichts macht. Und naja, dann habe ich halt gewartet, ne, die Zeit, wo man es einwirken lassen muss. Und das war eine wundervolle feuchtigkeitsspendende Geschichte. Tolles Produkt. Ich hatte gedacht, dass die teurer wäre, als sie ist, aber sie kostet, glaube ich, nur 1,95 oder 1,99. Die ist gar nicht so teuer. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Fand ich echt interessant. Und aktuell verlose ich auch so eine davon, glaube ich. Weiß nicht, ob die Verlosung noch geht. Naja, dann habe ich von Barbour, auch aus der Barbour-Box, die Refined Cellular Glow Booster B-Face Ampullen leer gemacht. Das ist dieses Produktchen. Da hast du 3 Stück drin gehabt und die habe ich dann 3 Abende lang benutzt, um einfach mal zu gucken, ob sich da ein Effekt einspielt. Die waren hier, na,
drin. Jetzt sind sie natürlich leer. Das waren drei Glasampullen, die halt, wie hier drauf auch zu sehen ist, in zwei Phasen aufgeteilt waren. Ein bisschen umständlich fand ich, dass man die ja halt schütteln musste. Und dadurch hat sich die Flüssigkeit auch hier oben in dem Ding gesammelt, was du ja quasi abbrichst. Und da musste man dann so ein bisschen gegenschnipsen, aufpassen, dass du das Glasding oben nicht dadurch wegschnippst. Bin ein Tollpatsch, mir passiert sowas leider. Und ja, hat dann aber auch gut gewirkt. Also ich habe diese Ampullen dann auch tatsächlich immer komplett verwendet. Ich habe das nicht gemacht, dass ich das auf verschiedene Tage dann noch gestreckt habe, sondern ich habe das ganze Serum, so wie es ja gedacht ist, auf mein Gesicht gegeben und langsam einmassiert. Und das habe ich für mein Gesicht und für meinen Hals immer Dekolleté verwendet. Und das hat sehr gut getan. Ich habe in der Zeit, in den drei Tagen, halt auch echt keine Pickel gehabt oder so. Es war ganz angenehm. Ich hatte einen schönen Glow danach und habe mich sehr gut damit gefühlt und musste auch keine Nachtcreme oder sowas verwenden. Also das war schon eine gute Geschichte und ja, würde ich auf jeden Fall gerne wiederverwenden. Ich habe noch ein paar Ampullen, die muss ich demnächst auch weiter mal aufbrauchen. Das hat mir Spaß gemacht, das zu machen. Also ne, so jeden Monat vielleicht mal so eine Ampullenwoche oder sowas ist mal ganz nett. Dann habe ich gemacht von Hello Body die Coco Treat Soothing Face Mask. Ja, Natural is Glamorous, die habe ich auch mit dir zusammen auf Instagram getestet und die ist ja natürlich mit Kokosnuss, den Duft mag ich jetzt nicht so ultra gerne, Kokosnuss und ich nehme es wohl gerne mal oral, sprich, dass ich das esse, aber ich nehme es nicht auf meinen Körper so gerne drauf, weil dann riecht man das ja, nicht so mein Fall. Und ja, Feuchtigkeit, naja, also es hat während der Zeit, wo es drauf war, ganz gut getan. Die war relativ dick und hat sich dann auch eigentlich relativ gut angefühlt. Aber die Vergangenheits-Claudi hat mir geschrieben, hat gekrümelt, Geld nicht wert, wenig Pflege. Ich bin ehrlich, Leute, tut mir leid. Aber das ist eine ziemlich teure Maske. Und ja, würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen, weil sie bei mir, persönlich bei mir, gekrümelt hat und nicht den Effekt hatte, den zum Beispiel eine deutlich günstigere Balea-Maske hat, zum Beispiel diese Folientuchmaske, die ist viel, viel besser. Ja, also jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Mit euch zusammen habe ich verwendet von Vandini dieses Dreier-Set. Das ist ein Reiniger, eine Maske und ein Serum, genau. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Ja, das war ganz cool. Also ich habe das mit euch, wie gesagt, verwendet in meinem Summer Sunday Spa Day, genau. Ja. Und das hat mir echt gut gefallen. Danach war die Haut echt quietschgereinigt, richtig toll gepflegt und ach, hat mir extrem gut gefallen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Tolles Produkt von Vandini. Ich hoffe, dass man das so im Dreier-Set auch kaufen kann, weil ich fand das sehr, sehr witzig, dass du direkt diese drei Anwendungen mit da drin hattest, weil das hat halt perfekt gepasst für so einen Spa-Day, dass man alles auch wirklich zusammen benutzt, beziehungsweise nacheinander. Kann ich echt empfehlen. Ansonsten verlinke ich dir auch unten in der Infobox mal die einzelnen Produkte, was ich ja generell hier mache. Ich verlinke dir alles, was ich so finde, was ich schön finde, was ich empfehlen kann, beziehungsweise meine Top-Produkte aus der jeweiligen Kategorie. Und dann noch alles Mögliche. Dann habe ich auch von der lieben Marie die Istdream Augenpads bekommen. Da hat sie mir so einen ganzen Karton geschickt und da habe ich dreimal die iPads verwendet. Das sind so goldene Gelpads, die du dir unter die Augen so machst und jo. Ne? Das durchfeuchtet, das macht die Augenschwellung weg und ich habe zum Beispiel oft, dass ich aufwache, gerade am Wochenende, frag mich nicht warum, wahrscheinlich, weil ich zu lange wach bleibe abends, und dann hier unten drunter wirklich so ganz trockene Stellen habe. Und das macht das super gut weg, dass ich dann das einfach nur eine halbe Stunde drauf lasse und dann ist alles wieder fresh. Ich sehe einigermaßen akzeptabel aus, kann dann vor die Tür gehen und fühle mich auch wohl damit. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt. Ne? Das andere Denken ist ja eigentlich furzegal. Und ja, die sind toll. Ich freue mich, dass ich da noch mehr von habe. Und drei habe ich, wie gesagt, verwendet. Ich finde die klasse. Ja. Wo sind wir jetzt? Bei den Haaren. Genau. Da habe ich ein Produkt leer gemacht. Oh ja, das fand ich total großartig von Hair Doctor. Hatte ich in meiner Amazon Osterbox. Richtig klasse. Das ist das Magic Mousse Shampoo with Inca Inchi Oil. Genau. Und das kam halt... Oh, da ist ein Haar von Zinni drin. Das kam halt oben als Gel raus und hat sich dann in der Hand in einen Schaum oder in einen Mousse entwickelt und das konntest du dir schön in die Haare einmassieren und es hat gut geduftet. Ich mochte echt, ja, diesen leicht säuerlichen Duft mochte ich tatsächlich sehr gerne.
Hat mich gewundert, dass ich den mochte, weil normalerweise mag ich sowas nicht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr pflegendes Produkt. Es hat mir unfassbar gut gefallen. Empfehle ich euch mega, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber dafür ist es halt auch echt ergiebig. Und es hat mir einfach gut getan. Und vor allem meinen Haaren. Die haben sich so schön damit angefühlt. Ach, du ahnst es nicht. Richtig klasse. Ein weiteres Shampoo, was ich verwendet habe, habe ich tatsächlich gestern leer gemacht. Na, da habe ich nur so ein kleines Moped von überbehalten von Badefee. Das Solid Shampoo Flower Garden. Da habe ich natürlich nur die Schärpe, weil das ein festes Shampoo ist. Das ist halt quasi so ein Stück Seife quasi, so sieht es aus. Und auch das habe ich dir in meinem... sein Zungenbrecher und ich habe es mir selber überlegt. In meinem Summer Spa Sunday habe ich dir das auch gezeigt und das ist mit Aloe, mit Kakaobutter, mit Macadamiaöl, mit Betain und mit Vitamin E und es hat gut gepflegt. Ich habe mir das in so ein Säckchen gemacht, wo ich normalerweise meine Abschminkpads drin habe, wenn ich die in die Waschmaschine packe und habe das dann, ja, das Stück wie hier da drin gehabt und dann halt erst so in den Händen ein bisschen gerieben, dann kam ein bisschen Schaum, den habe ich mir schon mal in die Länge gegeben, dann habe ich noch mehr gerieben, dann habe ich mir das in die Haare oben reingegeben, in den Ansatz. Hat richtig gut getan und ich habe mich irgendwie so ein bisschen gut damit gefühlt, weil ich halt nicht so viel Müll verursache, sondern nur so viel. Fand ich irgendwie cool, ja. Kann ich euch empfehlen. Auch der Duft war toll und du hattest da richtig Blumenblüten drin. Tolles Teil, echt. So, ein weiteres Produkt für die Haare ist von Mattmaske, dieses Dreier... Gedöns, das ist eine Haarmaske, ein Kopfhautpeeling und ein Shampoo, alles in einem. Dieses kleine Ding hat bei mir eine Woche gehalten. Nur eine Woche, also das muss man wirklich sagen. Dienstags und freitags habe ich dann das Produkt auch eine Minute einwirken lassen, das halt als Haarmaske. Ansonsten habe ich das halt hauptsächlich benutzt, um meine Kopfhaut zu peelen. Gutes Produkt, hat meine Kopfhaut wirklich schön gepflegt und hat auch die ganzen Hitzepickelchen und was nicht alle man so von der Sonne eben bekommt, ne? Ist nun mal so, man muss doch auch mal drüber reden. Hat es weggepeelt und die Haare auch sehr schön gepflegt. Ich persönlich würde mir das nicht kaufen, weil dieses Typchen kostet 29 Euro, das ist ganz schön teuer. Und, oh, hier kommt noch was raus. Ich glaube, das stand unter Druck. Da kommt noch was raus, Leute, guck mal. Krass. So, das drücke ich jetzt raus. Ah, ich habe jetzt eine Schweinerei veranstaltet. Super. Ja, auf jeden Fall. War das ein Produkt, was okay war, aber mich jetzt nicht vom Hocker gehauen hat, weil ich denke, dass es auch in der Drogerie vergleichbare Produkte gibt, die vielleicht ein Zehntel kosten. Also, ne? Ziemlich teuer für das, was es gemacht hat. Ja, für eine Woche war es mal ganz nice. Du hast eine schöne, gepflegte Kopfhaut danach. Aber ich glaube, es gibt auch günstigere Produkte. Ich hoffe das ja immer, ne? So, ein Tangle-Teaser habe ich mir gekauft. Den hatte ich in dem Amazon Prime Day Ausverkaufsgedöns gekriegt für viel, viel weniger Geld, als er normalerweise kostet. Ich glaube, auf 50% war da reduziert. Hat mir sehr gut gefallen. Dafür habe ich meinen alten aussortiert, den ich hatte von For Your Beauty. Ab und an sollte man das tun. Also ich wasche meine Haarbürsten ja so oder so sehr oft, weil ja einfach dadurch, dass ich ja auch Leave-In-Treatments habe und so, verkleben die Sachen dann ja auch gerne mal und dann wäscht man das so alle 2-3 Tage mal aus. Ne? Fühle ich mich einfach wohler mit. Und ja, das gefällt mir sehr gut, habe ich jetzt ja auch schon ein paar Tage in Verwendung, hat mir echt gut bislang gefallen, komme ich gut mit durch meine Haare und habe dann auch wenig, dass ich so diese Knötchenbildung habe. Das ist gerade bei meiner Haarlänge sehr, sehr wichtig. Ja, gutes Produkt, kann ich empfehlen. Aber ob man jetzt unbedingt den Original Tangle Teaser braucht oder den von For Your Beauty, sei jedem selbst dahingestellt. Das ist einfach von der Handform, von dem Handstück ein bisschen unterschiedlich. Der von For Your Beauty ist sehr, gleich auf beiden Seiten geformt, sage ich mal. Und der von Tangle Teaser ist jetzt so ein bisschen schräg, ne? Aber gut. Geliebte Haarmaske, danke, 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 liebe Jana. Die habe ich von ihr nämlich bekommen. Das ist von Fructis Garnier, die pflegende Banana Hair Food. Das ist eine 3-in-1 Maske für trockenes Haar. Ich habe es nur als Maske verwendet, jeden Dienstag und jeden Freitag. Es sei denn, ich habe die Mattmaske verwendet. genau. Ist dann näher gegangen und riecht so geil. Ich habe ja noch ein Backup von der lieben Marie. Vielen Dank. Oh, wer auf diesem geilen künstlichen Bananengeruch steht, ist da komplett richtig und ich tue es. Also von daher ein geiles Produkt. Kann ich empfehlen. Hat meine Haare auch wirklich toll gepflegt. So,
Haare sind durch, kommen wir zum Haushalt. Unsere Toilette hat mal ein bisschen was abbekommen, und zwar von 00, das Aktivgel. Das hier ist das Grüne, glaube ich, genau. Das Blaue mag ich irgendwie lieber, fragt mich nicht warum. Ist beides aber von der Wirkung her sehr gleich und reinigt die Toiletten entfernt, Urinstein und was da nicht alle drin ist. Und ja, hinterlässt ein sehr schönes, frisches Gefühl. Gefühl vor allem, ne? Einen sehr schönen, erfrischten Geruch. So, dann habe ich Baby Needs Cotton Buds leer gemacht. Das sind ja quasi Q-Tips oder Ohrenstäbchen. Die waren jetzt ein bisschen anders geformt. Das war mein Fuß, Entschuldigung, meine Füße knacken manchmal. Die sind etwas anders geformt. Das siehst du hier auch, dass du quasi nicht zu tief in das Ohr reinkommst, ne? Eigentlich sollte man ja solche Ohrenreiniger nicht so wirklich verwenden, aber ich brauche es nun mal und ich fühle mich wohler, wenn ich es verwende. Dementsprechend, ne, verwende ich die halt auch immer wieder. Ich entferne sie eigentlich nicht, um Make-up zu korrigieren, sondern um meine Ohren damit sauber zu machen. It is wie it is, ne? Oder um halt irgendwas sauber zu machen, wo du halt nur mit einem Q-Tip beikommst. Irgendwo, wenn du mal dein Haus sauber machst. Passiert. Ja, ich fand die sehr gut, werde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich das doch sehr unkomfortabel finde. Und ich glaube, dass sowohl mein Freund als auch ich alt genug sind, um zu wissen, wie tief man ein Ohrenstäbchen in ein Ohr reinpacken darf. Also von daher kein Nachkaufprodukt. Ich habe mir aber auch schon neue, normale gekauft. So, dann habe ich hier von Yesser die Ultrabinden leer gemacht. Das sind die normalen mit Flügeln und Aloe Vera Duft. Das sind halt die, ja, Binden halt und keine Slip-Einlagen, ne? Wenn ich halt meine Erdbeerwoche habe, dann kommen die halt über Nacht in meinen, ja, in meinen Schlüppi rein und halten mich dann entsprechend frisch und schützen dann auch dementsprechend, weil ich jetzt meine Menstruationstasse nicht gerne über Nacht trage. Keine Ahnung, einfach vom Gefühl her. Da habe ich die, ich habe dann einfach Angst, wenn ich liege, dass die einfach zu weit reinrutscht. Das ist einfach so. Ich habe die dann lieber über Tag, wobei ich da auch noch OBs als Backup habe, falls mal irgendwie nicht funktioniert, dass ich die reinkriege. Ja, jeder, der das schon mal verwendet hat, Entschuldigung, mein Knie juckt, weiß, wovon ich rede. Man ist nicht jeden Morgen so entspannt, wie man sein sollte. Auf jeden Fall sind das hier die, ja, von Yesser, werde ich mir nachkaufen, weil ich die ganz gut finde und weil die Flügel halt auch dementsprechend den Schutz geben, dass es nicht an den Seiten vorbeiläuft. Das ist I. Von Denkmit haben wir dieses Wäscheparfüm leer gemacht. Ja, es ist ganz toll. Das sind so Pads, die sich auflösen in wasserlöslicher Folie. Sensual Fresh war hier übrigens die Duftrichtung, genau. Werde ich mir aber nicht nachkaufen, weil die doch das ein oder andere Mal bei uns in der Waschmaschine sich nicht richtig aufgelöst haben. Und dann hast du halt dieses Gelkram da überall drin und darfst dann die Maschine nochmal anstellen. Und dann ist es echt blöd für die Umwelt, wenn du nochmal eine Maschine anstellst, nur weil sich das Gelpad nicht aufgelöst hat. Finde ich. Naja, hat aber gut gerochen. Wenn es sich aufgelöst hat, hat es auch eine gute Wirkung hinterlassen. Dann habe ich tatsächlich zweimal meine Slip-Einlagen leer gemacht, weil ich die brauche immer, immer, immer. Ja, die sind von Yesser. Das sind die flexiblen. Die kannst du dann sowohl für Slip als auch für Tanga verwenden. Und das finde ich sehr praktisch, weil da kannst du auch flexibel deine Unterwäsche anziehen. Du musst nicht dementsprechend deine Slip-Einlagen mit haben. Finde ich voll gut. Ja, die kaufe ich immer wieder. Ne, das wisst ihr. Die gehen auch bei mir immer wieder in rauen Mengen leer. Habe neben mir einen Plastikmüll stehen, deswegen wandert da alles rein. Hier hinten im Hintergrund hatte ich tatsächlich aus einer, ich glaube, Barbara-Box, die Scented Candle Ice Cream stehen. Die ist jetzt aufgebraucht, da ausgebrannt. Die war mega cool. Ja, die hat echt süß gerochen, richtig, richtig schön, hat mir echt gut gefallen. Und ja, das ist von Maison du Monde. Das kommt nicht in den Plastikmüll, das kommt in den Glasmüll oder in den Restmüll, glaube ich. Ich glaube, solche Typchen gehören gar nicht in den Glasmüll, sondern in den Restmüll. So, Mensch, ich rede ununterbrochen. Dieses Video wird, glaube ich, nicht geschnitten. Es sei denn, die halbe Stunde ist voll, weil mehr als eine halbe Stunde kann meine Speicherkarte nicht speichern pro Film. Ich rede. Ach so, was du übrigens gewinnen kannst. Das ist diese Luvia Lidschattenpalette. Ja. Endless Nudes Volume 1. Diese kannst du in diesem Video gewinnen. Stimmt. Jetzt rede ich schon so lange und erzähle das noch gar nicht, ne? Pff, verrückt. Auf der Suche nach dem perfekten Platz. Okay, dann haben wir so ein bisschen Kalk bei uns in der Wohnung, im Haus, weil wir haben kalkhaltiges Wasser. Da haben wir von Fizz das Perfect Finish Anti-Kalk mit 100% Kalkentfernung verwendet. Ja, ob man jetzt den nimmt oder den ganz normalen Anti-Kalk, macht für mich jetzt nicht so den großen Unterschied. Bei dem Anti-Kalk hast du aber noch, wenn du das Richtige mitnimmst, einen entsprechenden Fipris-Duft mit dabei. Das finde ich persönlich sehr schön. Und ja, ne, das hast du bei dem jetzt nicht. Aber von der Wirkung her sind die
die tun sich da nicht viel. Also von daher ist es auch ein gutes Produkt, was wir jetzt auch so wieder kaufen würden, wenn wir nicht schon ein Backup da hätten. Jo, also kann man sich nicht beschweren. Darüber muss ich ein bisschen schmunzeln. Die habe ich vom Famila gekauft. Ich war einkaufen, als ich Mittagessen brauchte, war beim Famila bei uns, war ja Firma um die Ecke und habe dann von meinem Freund auch die Info gekriegt, wir brauchen übrigens noch Tabs, Spülmaschinen-Tabs. Habe dann die mitgenommen, Claro, grün, aber gründlich, Classic Geschirrspül-Tabs und da sind 40 Tabs drin. Und ja, es ist halt, das mit, also ja, was soll ich dazu sagen? Mein Freund hat sie verwendet und hat sich dann darüber beschwert, dass sie so krümelig sind und dass sie so schwer aus der Verpackung zu kriegen sind. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist mit auflösbarer Folie. Ich habe mich weggeschmissen. Aber gut, wir hatten ja nicht vielleicht schon vorher mehrfach solche Produkte. Nein. Aber gut, so ist das nun mal. Er hat die Packung ja nicht gesehen. Ich fülle das ja immer um in so ein Pöttchen separat, dass es dann halt bei uns in die Schublade passt, weil das passt nicht in die Schublade. Ich fand es auf jeden Fall witzig. So hatte Claudi was zu lachen. Ja, die reinigen auch das Geschirr ganz gut, da kann ich mich nicht drüber beschweren. Würde ich mir auch wohl wieder kaufen, wenn ich wieder im Famila wäre und Bedarf dran hätte. Gewaschen haben wir auch ein bisschen, da haben wir von Perwoll das Care and Refresh leer gemacht. Das ist ein ganz normaler, wie nennt man das jetzt? Waschmittel, ein Waschmittel ist das, genau. Es ist übrigens warm hier drin und ich... Oh, kann ich atmen. Das ist optimale Faserpflege, Geruchsneutralisierung mit Deotech. Deotech hat auf jeden Fall richtig gut gerochen, hat die Wäsche lange frisch gehalten und ich fand das gut. Also mir hat es gut gefallen und mein Freund hat sich auch nicht beschwert. Dementsprechend scheint es allgemein hier zu Hause gut angekommen zu sein. Von daher würde ich das auf jeden Fall nachkaufen. Ich muss demnächst auch was nachkaufen. Ich denke, das werde ich sogar nachkaufen, weil mir das einfach gefallen hat. Für alle Misch- und Synthetikfaser. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig. Ja, weil da möchte ich nicht separieren, dass ich da unterschiedliche Waschmittel für unterschiedliche Kleidungsstücke habe. Das wäre ich. Oh, ich weiß nicht, wie oft. Warte mal. wie sortierst du deine Kleidung, deine Wäsche? Also wir machen 60 Grad Wäsche, wir machen 40 Grad Wäsche, alles Mögliche. 40 Grad Wäsche darf nicht in den Trockner und 40 Grad Wäsche weiß. Das ist so unsere Sortierung. Nehmen wir das doch einfach mal als Videofrage, oder? Ja, das nehmen wir als Videofrage. Wie sortierst du deine Schmutzwäsche? Finde ich voll gut. Die Frage, die du beantworten müsstest, um die Palette zu gewinnen. Das ist eine Idee. Dann sehe ich nämlich auch, wer das Video auch wirklich schaut. Und ja, genau. So machen wir das. Dann habe ich hier einen Weichspüler von Comfort Intense. Den haben wir auch leer gemacht. Intensive, langanhaltende Frische. Jo, auch das kann ich bestätigen. Der hat uns auch ganz gut gefallen. Hat auch die Fasern gepflegt. Also langfristig, keine Ahnung. Aber jedenfalls für den Moment. Ne? Kann man sich nicht beschweren. Und als letztes im Bereich Haushalt haben wir von Denk mit den Hygienespüler leer gemacht. Fühle ich mich einfach sicherer mit, wenn ich den überall mit in die Wäsche mit reingebe, muss ich gestehen. Ja, ob da jetzt wirklich eine Wirkung ist oder so, keine Ahnung, aber trotzdem, ne, den haben wir jetzt auf jeden Fall leer gemacht. So, ich mache jetzt kurz, ich gehe kurz was trinken und dann geht's weiter. Es tut mir leid, denn ich merke, dass dieses Video schon wieder so lang wird. Ich versuche mich zu beeilen. Auf jeden Fall habe ich jetzt im Bereich Körper ein Mousse-to-Oil-Body-Schaum von Balea Mr. & Mrs. Wolf leer gemacht. Hatte ich in einem, ich glaube, Trash-Paket mit drin. Hat mir ganz okay gefallen. Den Duft fand ich gut. Ja, das war so mandelmäßig, ne? Ich persönlich mag es lieber etwas blumiger, aber von der Pflege her hat mir das ganz gut gefallen. Es ist halt einfach ein Schaum, der rauskommt, wenn du drauf drückst. Dann massierst du dir das auf den Körper ein und dann wird es zu einem Öl. Hat ganz gut gepflegt, ist aber nicht so schnell eingezogen, wie ich es gerne gehabt hätte. Dementsprechend, ne, war eine Limited Edition, würde ich mir aber auch so nicht im Laden kaufen. Aber ich habe es aufgebraucht. Dann habe ich ein Körperpeeling leer gemacht von Naturebox. Das ist das mit kaltgepresstem Öl mit Avocadoöl, genau. Und das hat mir gut gefallen. Das fand ich gut. Das war von den Peelingkörnern her vollkommen in Ordnung und hat meine Haut schön gepflegt, schön gepeelt und auch jetzt nicht zu sehr ausgetrocknet oder so, eben wegen dem Avocadoöl, hat es noch Feuchtigkeit gespendet. Genau, so. Gutes Produkt, würde ich mir nachkaufen, aber ich habe noch ein bisschen was da. Ein Deo habe ich leer gemacht. Jo, nur eins? War doch ganz schön warm. Tja, keine Ahnung, war wohl nur eins. Von Fa Limited Edition Festival Chic Deo für
Free Spirits mit blumigem Rosenduft. Das war fantastisch. Das ist ohne Aluminium. Vom Duft her richtig toll. Also ich habe diesen Duft echt genossen und mich immer wieder auch damit eingesprüht. Einfach so auch so ein bisschen als Body Spray. Von der Wirkung her so lala. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es war auf jeden Fall ein guter Duft. Jo, und hat einigermaßen geschützt. Aber ne, wenn du dann halt auch wirklich, wenn es so irre heiß ist, dann legst du eh nochmal nach. Dann habe ich eine weitere Bodylotion leer gemacht von Duschdas. Ich fühle mich lebendig und die war tatsächlich mit Gurke und Melone. Die fand ich nicht so gut, weil sie tatsächlich nicht eingezogen ist. Warum halte ich das jetzt gerade eigentlich alles? Egal. Ne, die ist nicht so gut eingezogen, die war mir ein bisschen zu dick. Obwohl das eigentlich eher so eine, ja, ein typischer Sommerduft ist und ja auch im Sommer verwendet werden sollte. Dementsprechend ja eigentlich auch schnell einziehen sollte, ist er das nicht. Fand ich nicht so gut, fand ich ein bisschen schade. Dann habe ich einen cremigen Duschschaum von Bilou Pink Melon leer gemacht. Ja, nee. Anfangs habe ich mich mega über diesen Duft Melone gefreut, weil Melone und ich, wir sind so. Das ist eine ganz geile Geschichte. Aber ich fand diesen Duft furchtbar. Wirklich. Also ich fand den zu künstlich. Ja, das war sehr penetrant. Das hat mir nicht gefallen. Dementsprechend würde ich mir das nicht nachkaufen. Hat gereinigt, ja. Gepflegt, hast du nichts von gemerkt. Aber naja, war nicht so meins. War halt ein Schaum, ne? Dann habe ich aber eine andere Dusche leer gemacht, die mir sehr gut gefallen hat. Ja, es war warm. Ja, ich habe viel geduscht. Von Palmolive, die verwöhnende Tonerde-Creme-Dusche. Und die ist mit Tonerde und Rose. Und Leute, die kann ich euch einfach nur ans Herz legen. Eine geile, 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 geile Geschichte. Sieht ein bisschen matschig aus. Da ist noch ein bisschen was drin. Das sammelt sich ja meistens noch unten in den Flaschen drin, ne? Aber es ist so schön. Es ist so erfrischend und belebend, aber gleichzeitig mit so einem wundervollen Rosenduft, der mir so gut gefallen hat. Ja, ich mochte den gerne. Ich weiß gar nicht, woran mich dieser Rosenduft erinnert. Irgendwoher kam der mir auch bekannt vor. Ich glaube, von der Beauty Scent Pink Clay Maske. So ähnlich hat das nämlich auch gerochen. Hat mir gut gefallen, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich ein Kühlgel für die Füße benutzt von Herbazin Food Care mit Menthol und Kampfer. Ich persönlich dachte, dass das auch wieder so ein Flop wird, wie mit der Ifroshi-Gel-Fußgeschichte. Nee, das war super. Das hat gekühlt, aber nicht gereizt. Ne? Richtig, richtig toll. Hat mir enorm gut gefallen. Ist leider viel zu schnell leer gegangen, weil ich das halt auch mehrfach täglich benutzt habe, weil das so angenehm war. Aber naja, war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Dann habe ich auch aus der Barbour-Box leer gemacht das Spa Shaping, die Spa Shaping Peeling Cream. Die war witzig. Die war wirklich witzig. Die hatte, Moment, was ist da genau drin? Ich weiß es nicht, das steht da auch, glaube ich, hinten gar nicht so richtig drauf. Da waren sowohl feste Peelingkörner drin, aus Zellulose war das, glaube ich, als auch so Gelee-artige schwarze Peelingkörner. Die fand ich ein bisschen merkwürdig, weil die für mich keinen Sinn ergeben haben. Die konntest du nicht zerdrücken. Die sind dann einfach im Abfluss gelandet. Das war für mich unsinnig. Aber die Peelingpartikel an sich, die da drin waren, die waren gut. Die haben meinen Körper schön gepeelt, haben gut getan, gut geholfen. Ich habe mich wohl damit gefühlt und kann es euch empfehlen. Ja, eine gute Geschichte auf jeden Fall. So, dazu eine Handcreme. Genau, eine Handcreme von Altera Naturkosmetik habe ich leer gemacht. Die Bio-Rose verwöhnende und samtweiche Pflege für normale Haut. So, habe ich von der lieben Jana Wildspawn Beauty im Tauschpaket gehabt und verwendet. Hatte sie am Bett stehen, wie das nun mal die Tradition so bei uns verlangt. Jede Handcreme, die sie mir schickt, kommt bei mir ans Bett. Ja, und die habe ich gerne gerochen, gerne gehabt, hat super schön auch wie das Rosens Rosenwasser gerochen, was ich ja liebe. Dementsprechend eine gute Geschichte, hat auch gut gepflegt. So, den 10 Maximizer von Lancaster, One Man 10 Prolonging, habe ich auch verwendet. Repairing After Sun Soothing Moisturizer. Genau, das ist eine Feuchtigkeitscreme, die du quasi benutzt, nachdem du halt Sonnenbaden warst oder halt draußen warst. Weil jetzt draußen bei teilweise über 40 Grad hier bei uns, bist du schon gebräunt, ohne dass du überhaupt nur bräunen wolltest. Das geht ja automatisch. Man sieht es ja auch, glaube ich, bei mir so einigermaßen. Ja, komm, lassen wir es durchgehen, okay? Ich bin ja sonst immer so irre weiß. Auf jeden Fall soll das ja dafür sorgen, dass die Bräune dann länger hält. Keine Ahnung. Ich habe es mir drauf gemacht, hat super Feuchtigkeit gespendet, hat nicht lange gehalten, dieses Typchen. Also ich habe es, ich glaube, in 3 Tagen leer gemacht. Und ja, ich habe einen großen Körper, 1,73, Leute.
Läuft bei mir. Und ja, hat mir aber gut getan, hat ja gut Feuchtigkeit gespendet, aber den Duft mochte ich nicht so gerne. Der war so ein bisschen muffig irgendwie, finde ich. Das hatte ich übrigens im Adventskalender drin. Ja, den Duft mochte ich nicht. Das war so ein bisschen muffiger. Also, nicht, also es ist nicht abgelaufen muffig, sondern so Aftersun Body Lotion, aber irgendwie muffig. Keine Ahnung, hat mir nicht so gut gefallen. Mal gucken, ne? Ob das jetzt länger hält dadurch. Von Yves Rocher habe ich eine Handseife leer gemacht. Auch die habe ich mal von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Das ist die Pomme Rouge Red Apple Handseife. Und Leute, das ist einfach ein Weihnachtsmuster drauf. Aber der Duft ist voll Sommer. Also wirklich Apfel, richtig geil. Hat mir gut gefallen, habe ich gerne verwendet und ja, ist jetzt leer. Dekorative Kosmetik und Co. Ja. Ich habe die Luvia-Schwämmchen gekauft, die ja in Zusammenarbeit mit Luisa Crashen entstanden sind. Sind bei mir aktuell in Verwendung, finde ich super toll. Gerade dieses riesen Oschi-Schwämmchen, was ja quasi das Herzstück der neuen Kollektion von Luisa ist, finde ich echt klasse. Gefällt mir unheimlich gut. Kannst du super dein Make-up mit einblenden. Habe ich eben auch verwendet, als ich diesen Look geschminkt habe, beziehungsweise heute. Und ja, hat mir gut gefallen. Gefällt mir immer noch gut. Wird auch lange verwendet, weil Schwämmchen kommen bei mir tatsächlich in die Waschmaschine und danach in den Trockner. Dadurch halten die bei mir auch eigentlich echt lange. Aber die kommen direkt, nachdem ich sie benutzt habe, in die Wäsche. Deswegen benutze ich halt auch immer ein Schwämmchen nur einmal und dann kommt es direkt in die Waschmaschine. So. Habe ich schon gesagt, dass wir jetzt bei dekorativer Kosmetik und Co. sind? Ja, ne? Mhm. Nagellackentferner habe ich auch aufgebraucht. Mein Wassermelonenduft von Ebelin. Ja, nee, also roch einfach nach Nagellackentferner. Hat aber das ganz gut runterbekommen, war ganz in Ordnung. Ich finde die Größe einfach für mich total passend, weil ich vielleicht so eine Tube in einem Dreivierteljahr aufbrauche. Also von daher ist es eine gute Geschichte. Muss ich mir demnächst nachkaufen und dann werde ich auch wieder so eine kleine nehmen, weil ich habe nur die Füße lackiert, ne? Dann habe ich von Rituals ein Parfüm leer gemacht. Das ist das Ritual Oasis de Fleur. Das hat sehr, sehr schön sportlich gerochen. Ich mochte den Duft aktuell bei den Temperaturen sehr, sehr, sehr gerne. Ja, so ein bisschen orientalisch und ein bisschen schwerer. Also nicht schwerer, männlicher. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Halt nicht blumig oder so, sondern, ne, männlicher. Fand ich aber gut, auch im Alltag eine gute Geschichte, hat mir echt gefallen. Ja, habe ich jetzt leer. Hat mir gefallen. Dekorative Kosmetik und Co. Ja, das bezieht für mich auch meine Zähne mit ein. Leute, wir müssen mal kurz, aber auch nur kurz über die Armor Brush sprechen. Ich habe sie euch ja schon mal vorgestellt in einem separaten Video, fand sie total super und hat mich gefreut, nach einem Jahr Lieferzeit dann endlich das gute Stück in meinen Händen zu halten. Habe damit auch jeden Morgen tatsächlich meine Zähne gereinigt, was mir echt gut gefallen hat, weil das einfach schnell ging. Es war für mich wirklich klasse, weil ich zusätzlich dann ja auch mittags und abends meine Zähne nochmal normal geputzt habe, sprich mit meiner ganz normalen elektrischen Zahnbürste. Und ja, problematisch ist aber, dass leider die Armor Brush insolvent gegangen ist und man weder dieses großartige Mundstück, was ich jetzt mittlerweile echt erneuert haben müsste, nachbekommt, noch diese Pads hier hinten drin. So gammelt sie vor sich hin und so landet sie nun im Müll. Total schade, ne? 150 Euro hat das Teil gekostet und ich bin stinksauer. Naja, eine Zahnpasta habe ich leer gemacht und zwar von Elmex, die Repair and Prevent Zahnpasta. War nur ein kleines Typchen, ne? Aber ich habe sie gerne verwendet, ich mag die echt gerne. Die hat meine Zähne nicht gereizt, die hat mir gut getan. Ich habe so minimal freiliegende Zahnhälse, das ist halt so, ne? Wenn man sich halt auch viel die Zähne putzt, dann putzt man sich dann leider zu intensiv die Zähne, auch das gibt es. Ja. Und da muss ich halt wirklich immer zusehen, dass ich auch zahnpastentechnisch es ein bisschen entspannter halte bei mir. Und da ist die wirklich gut. Die wurde mir auch von einer Zahnarzthelferin meines Vertrauens empfohlen. Dementsprechend würde ich mir die auch in groß nachkaufen, sobald ich keine Zahnpasten mehr im Backup habe. Und bis das passiert, dauert es noch. Kommen wir nun zuletzt zu meinem Probenprojekt. Die Eborian CC Cream habe ich noch nicht aufgebraucht, das heißt, die werde ich noch weiter verwenden. Das heißt, die stelle ich mir direkt hier vorne hin, habe ich aktuell auf meinem Gesicht. Diese CC Cream ist fantastisch. Sie hält super auf dem Gesicht, das Gesicht ölt nicht nach, also das, was jetzt bei mir glänzt, ist mein Highlighter, den ich drauf habe. Ja, so ein bisschen ölt sie jetzt gerade, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Nee, das ist nicht, doch hier an der Stirn so ein bisschen. Ja, wir müssen ja ehrlich sein hier, ne?
Ja, an der Stirnöl dient ein bisschen, aber ich habe auch echt geschwitzt. Wir haben es heute sehr warm hier, Leute. Also von daher, es sei ihr vergönnt, ich habe sie ja auch schon ein paar Mal verwendet, wo es halt nicht so irre heiß war. Da hat sie einfach super gehalten. Die macht einfach, dass du ein wundervolles Hautbild hast. Also ich kann dir das mal kurz von Namen zeigen. Ich meine, so jung kommen wir ja nicht nochmal zusammen und ich habe sie jetzt ja gerade drauf, dann macht das ja Sinn. Die ist tatsächlich sehr dezent, sehr leicht, macht das deine Haut auch noch, also deine richtige Haut auch noch durchscheinen darf. Aber ich finde sie voll toll. Also vom Auftrag her easy peasy. Du machst sie dir drauf, verreibst die und alles ist tutti. Und Haltbarkeit perfekt. Also ich kann nur drüber schwärmen. Ich glaube, dass es ein relativ teures Produkt ist und bin einfach froh, dass ich diese Probe habe. Und mir gefällt sie einfach, weil das so natürlich ist. Ne? Da kannst du auch einen krassen Augenlook mit schminken, aber siehst trotzdem noch irgendwie aus, als hättest du jetzt nicht unbedingt so eine Schicht Make-up auf dem Kopf. Auf dem Kopf, im Gesicht, ne? Du weißt, was ich meine. Deswegen geiles Teil. Von Oibos habe ich Oibos Meet trockene Haut, Urea 10% Körperlotion. Die habe ich verwendet, habe ich für zwei Beine verwendet. Also an einem Tag für beide Beine. Meine Haut war deutlich gepflegter als sonst. Also die macht wirklich was, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Probleme mit trockener Haut habt, was ich jetzt im Sommer mit meinen Schienbeinen sehr habe. Von Becca den First Light Priming Filter. Das ist ein Primer. Den habe ich mit euch zusammen verwendet, hat mir gut gefallen. Doch, den fand ich ganz schön. Der hat einen schönen Glow gemacht. Ich persönlich vergleiche den sehr mit meinem How Cosmetics Indigo Child Pearl Shine Elixier. Vielen Dank nochmal, dass mir das kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ich freue mich total darüber, denn das ist so ein geiler Primer. Und ja, genau wie der Becker machen die beide so einen schönen Glow als Priming-Gedöns unter dem Make-up und halten schön das Make-up und sind einfach toll, gefallen mir richtig gut. Die Hawaiian Tropic Silk Hydration Sun Lotion Airsoft in der 30 Lichtschutzrichtung. Gibt sowas, ich weiß es nicht, habe ich auch näher gemacht. Habe ich auch mit euch zusammen verwendet. Hat mir auch gut gefallen. Mensch, so viel Positives heute hier. War echt toll. Also das war nicht so, dass du so einen Weißschleier auf der Haut hattest, sondern die ist eingezogen. Und die war einfach so, also sie drauf gemacht hast wie so ein Ölfilm, ist aber mega schnell eingezogen und ich fand die toll. Und sie hat gut gerochen, ich mochte die. Aber die ist teuer. Ja, egal. Von L'Oreal habe ich die Peeling-Maske Tonerde Absolue leer gemacht. Das ist die Rotalgenmaske. Auch die habe ich auf Instagram mit euch zusammen getestet. Und die war gut. Die hat meine Haut schön geklärt und hat mir gut getan. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ob ich mir die jetzt im Pöttchen kaufen würde, weiß ich nicht. Dafür benutze ich einfach viel zu oft viel zu unterschiedliche Masken. So. Die neuen Proben, die ich mir ausgesucht habe, sind folgende. Von L'Oreal das Hydra Genius Aloe Water, das Feuchtigkeitsfluid. Dann habe ich hier von Veleda Sandborn Vitalisierendes Pflegeöl. Das ist das hier. Das macht man sich wohl direkt nach der Dusche auf die feuchte Haut. Bin ich gespannt. Von Gard ein Shampoo Glanz and Color für gesunden Glanz und frischen Schwung. Ja. Das wollte auch ausgetestet werden. Ich hoffe, dass es für eine Anwendung bei mir reicht. Ich brauche ja immer relativ viel. Von Sundance eine Feuchtigkeits... Ach Quatsch, die ist Feuchtigkeitsspenden, aber die ist eine Sonnencreme. Mit Lichtschutzfaktor 50. Und das ist ein Sonnenfluid. Da bin ich auch sehr gespannt. Für Gesicht und Dekolleté ist das. Also quasi Face and Dekolleté. Gucken wir mal. Sofortschutz, wasserfest und 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Bin ich sehr gespannt. Wird ausgetestet. Und dann habe ich mir von Dado Sense etwas rausgesucht. Das hatte ich mal freundlicherweise zugeschickt bekommen. Das ist einmal eine Gesichtsmaske und eine Gesichtsemulsion. Auch das wollte ich dann in Kombination verwenden, weil das ja bei Vandini so gut funktioniert hat. Verwendet man hauptsächlich bei Couperose. Habe ich, glaube ich, nicht. Also ich habe hier so eine Stelle, die so ein bisschen rot ist. Manchmal kommen auch die Äderchen bei mir so immer mehr hier so durch. Ne? Ob das jetzt Couperose ist, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wird hoffentlich nicht schaden. Ich weiß es nicht. Naja, ne? Das sind auf jeden Fall die Proben, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die ich mir zur Seite lege und ins Badezimmer packe. Und ihr Lieben, das war's. Das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat Juli. Denk an die Verlosung, denk an die Videofrage. Ja, sonstige Teilnahmebedingungen stehen wie unten, wie immer unten in der Infobox. Ansonsten würde ich einfach sagen, dieses Video wird nicht geschnitten, ne? Schiete.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!